So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Das letzte Mal haben wir den Herzcontainer bei Boris bekommen. Es scheint hier nicht noch mehr Muscheln zu geben. Das ist das Einzige, was uns noch fehlt. Weil die Missionen, die jetzt noch bei Boris kommen, nein. Alles, was recht ist. Nein, plötzlich kommen Millionen Missionen und sehen riesig aus und nee. Nee, einfach nee. Was ich jetzt gemacht habe, ist folgendes. Ich habe mir gerade eine Karte geöffnet, auf der die Muscheln eingetragen sind, die es gibt. Das heißt, nein, geh weg. Geh weg. Das heißt, genau, ne, das ist praktisch diese Karte hier nur ausgefüllt. Das heißt, ich kann jetzt vergleichen, wo noch Muscheln fehlen und wo nicht. Ich denke, das ist in Ordnung, wenn ich das mache. Mir fehlen halt noch 3 Stück und ich habe keine Ahnung, wo. Also, jetzt gehen wir mal den Strand ab. Da sind 2 eingezahlt. Aha. Aha. Da, wo Marin ist. Da, wo Marin auf uns wartet, ist noch eine Muschel. Okay, die haben wir noch nicht. In der Wüste sind 3 Muscheln. Die haben wir. Genau, gucken wir mal jetzt beim Angeln. Beim Angeln sind... Kann ich das... Wartet mal kurz, wir machen das ganz anders. Wir sind doch klug. Wir sind doch kluge Menschen. Na, wie kann ich denn... Ah, perfekt. Perfekt. Genau, genau das Bild habe ich praktisch vor mir nur ausgefüllt. Genau, also beim Angeln sind 3 eingezeichnet. Die habe ich. Ach, Gott sei Dank. Beim Kran sind 3 eingezeichnet, die habe ich auch. Sehr schön. Dann Wüste haben wir 3, da drüben sind 2, die habe ich alle. Die habe ich auch. Was ist jetzt beim Floßfahren? Beim Floßfahren fehlt mir eine. Aha. Aha. Beim Floßfahren kriege ich noch eine Muschel. Wahrscheinlich beim Floßfahren auf Zeit. Ich glaube, da war ich noch nicht richtig gut. Dann haben wir 2. Und dann ist... die habe ich auch. Da habe ich auch alles. Wo ist denn die letzte? Eine muss doch noch eingezeichnet sein, die hier auf der Karte ist, aber bei mir nicht. Ach Gott, ach Gott. Die habe ich... Ah, gehen wir mal die Dungeons durch. Den ersten Dungeon, die Muschel, habe ich. Im dritten Dungeon... Nee, das ist obendrauf. Das ist nicht im dritten Dungeon die Muschel gewesen. Die habe ich. Es ist echt komisch, so von links nach rechts zu gucken und dabei sich zu merken... Man würde ja, wenn ich jetzt die Bilder übereinander legen würde und einfach an- und ausmachen würde, würde ich ja sofort die Muschel blinken sehen. Aber aktuell sehe ich sie nicht blinken. Wo ist denn jetzt die 50. Muschel? Da! Ne, die habe ich auch. Da sind wir... Gehen wir mal Stück für Stück durch. Also beim Turm, um den Turm rum sind 5. Die sind hier auf der Karte auch. Dann ist da oben ein Haus, die habe ich. Dann geht es rüber zum Windfisch, da kommt eine und noch eine. Also insgesamt im Talongebirge sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muscheln. Und hier auf der Karte sind auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muscheln. Die haben wir alle. So. Bei dem Telefonhäuschen ist eine... Und im Wald insgesamt sind 2. Die habe ich auch. Dann ist da bei dem Friedhof eine gewesen. Oben drüber ist eine. Die habe ich auch. Bei Boris Hütte ist eine eingezeichnet. Die habe ich auch. Dieses Stück da oben habe ich auch. So. Beim Floßfahren sind 2 so zu finden. Beziehungsweise die eine kommt durch den 6. Dungeon. Stimmt, ja. Und eine ist, also halt da beim Wasserfall eingezeichnet. Ich nehme an, vielleicht ist sie auch einfach nur beim Wasserfall und ich muss nur tauchen. Aber ich nehme an, ich muss da Floß fahren. So. Dann im Zoodorf sind 2. Ja, die haben wir. Und in der Wüste 3. Die haben wir auch. In dem Zwischenabschnitt da, wo es
wo der Schlüssel zum sechsten Dungeon, wo dieses Windfischding war, ist eine eingezeichnet. Die habe ich auch. So, jetzt unten rum haben wir vier Stück und zwei am Strand. Die zweite am Strand fehlt mir aktuell. So. Ich sehe nicht, welche Muschel fehlt. Das gibt's doch nicht. Oder auf der Karte sind doch nur 49. Bin ich dumm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40, 40, 41, 42, 43, 50. Ja, welche sehe ich denn nicht? Okay, wir holen uns erstmal die, die ich sehe. Unfassbar. Wie kann ich denn so blind sein? Selbst mit Karte. Gut, also, wir müssen uns einmal porten. Und zwar an den Strand. Das geht am schnellsten. So. Hatte ich denn damals, als ich da bei Marin war, noch nicht den Detektor? Muss ja so sein. Aua. 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 Wahrscheinlich hatte ich da den Detektor noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Hops. Oh, oder er ging halt einfach noch nicht los. Ja, okay. Da ist sie. Wäre ich niemals wieder hingelaufen, glaube ich. Ich glaube, da wäre ich niemals wieder hingelaufen. So. Komme ich jetzt am schnellsten zu dem nächsten? Aua. Komme ich jetzt am schnellsten zu dem nächsten? Ich weiß es nicht. Ich porte mich einfach wieder. Was haben wir gesagt beim Floßfahren, ne? Aber dann bin ich erst bei 48. Mist, welche habe ich denn jetzt wieder vergessen? Ja, lol. Nein, jetzt habe ich noch eine vergessen. Okay, wir gehen erstmal zum Floß. Das geht so am schnellsten. Machen wir mal das Geschwindigkeitsfloß. Ich denke, da fehlt noch Stuss. So. Da brauche ich den dafür gleich. Plopp. Ah, andersrum. Oh, wir haben genug Geld für den nächsten Stein übrigens. Das werden wir auch noch machen. Schnell, schnell. Welcher Weg ist denn da am schnellsten jetzt? Müsste eigentlich auch der hintenrum sein, ne? Auf jeden Fall mit Enterhaken, das ist ganz klar. Let's go. Halt jetzt schon los eigentlich? Ah ja, okay. Na, da dass ich mich hier ranziehe, geht das natürlich alles fixer. So, dann. Ah, runter da. Ach, Mist. So, runter rüber. Los, go. Oh je. Da viel zu langsam, ne? Runter, 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 rüber. Ah.
und runter. Keine Ahnung, wie schnell ich war. Oh je, das klingt nicht gut. Nee. Aber habe ich da schon bekommen oder nicht? Das weiß ich jetzt halt nicht. Habe ich da schon eine Muschel bekommen oder nicht? Ich kann mich halt nicht erinnern, dafür eine Belohnung bekommen zu haben. Aber er hat schon das letzte Mal gesagt, ob ich hängen geblieben bin. Also ich war, glaube ich, einfach noch nicht schnell genug. Ich denke, das ist es. Ich weiß es nicht, aber ich denke, das ist es. Und ich habe halt hier keine Muschel. Richtig, ich habe ja hier keine Muschel eingezeichnet. Hier bei dem. Genau hier an dem Wasserfall ist an der Stelle eine Muschel eingezeichnet auf der Karte. Ich denke, das sind die Schnellschnellen. Ich habe keine Ahnung. Das geht, glaube ich, sogar schneller, wenn ich da nicht den Quatsch mache am Anfang. Weiß ich nicht. Aber das hier scheint mir zu langsam. Das kommt mir deutlich zu langsam vor. Und da hänge ich hier immer die ganze Zeit irgendwo fest und das ist Quatsch. Das ist totaler Mist. Ja, ist ein bisschen schneller, aber es ist Mist, glaube ich. Ja, persönlicher Rekord schon, aber... Ja, ja, genau. Nein, das spornt mich nicht an, weil das kein Gewinn bedeutet. Ich glaube, ich darf am Anfang nicht hier mit dem Dings rumstehen. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ich weiß es nicht. Sagt mir so mein Gefühl zumindest. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich einfach normal durchziehe. Vielleicht den hier zumindest mitnehmen. Keine Ahnung. Ist das ein schnellerer Weg? Nein, jetzt hänge ich da. Oh mein Gott, was tue ich? Wieder hier. Nee, das ist jetzt. Oh, jetzt bin ich komplett lost gewesen. Ich wollte eigentlich darum irgendwie. Mist. Das gibt's doch gar nicht durch. Ach so. Normalerweise kann man da ja durch. Mist. Ich verstehe. Ja, jetzt wieder Quatsch gemacht. Scheiße. Dann komme ich da. Dann muss ich so rumschwimmen. Ja. Alles klar. Ich darf da gar nicht. Ich kann da gar nicht. Okay. Dann muss ich mir den anderen Weg finden. Und das ist dann Quatsch. Da hinten rum ist dann Blödsinn. Das ist dann totaler Schwachsinn. Ja. Hab's verstanden. Hab's verstanden, dass ich dumm war. Okay. Ich hab nicht gesehen, dass die Steine dazu... Normalerweise war das noch offen, oder? Darunter zu schwimmen bei den normalen Schnellen. Dachte ich zumindest, dass das offen war. Dann müssen wir hier jetzt runter. Hier, oh no! Da wird natürlich wieder richtig Zeit verloren. Yeah.
Das ist ein neuer Rekord tatsächlich. Aber wenn ich jetzt da oben nicht die Zeit verloren hätte, wäre ich, glaube ich, unter 30. Gar nicht mal so übel, okay. Ach, gucke mal. Da ist sie. Ach, Gott sei Dank. Müssen wir den Quatsch nicht mehr machen. Nee, lass mich in Ruhe. Ich auf spritziges Spaß habe, ey. Du Knallkopf, Alter. Nick, geh weg. Ich will das nicht lesen. So. 49. Jetzt fehlt genau noch eine. Jetzt fehlt genau noch eine. So, das Bild kann weg. Ich sagte, das Bild kann weg. Ich will dieses eine einzige Bild löschen. X. Dankeschön. So, 49. Nein. Wir machen das jetzt. Ich will doch nur ran zu. Danke. So, jetzt habe ich doch die komplette Karte drauf, ne? So. Ich muss doch einen Unterschied. Es kann doch nicht sein, dass ich den Unterschied nicht erkenne. Da! Jetzt sehe ich sie! Oh mein Gott, ich weiß, wo die ist. Oh mein Gott, bei diesem verfluchten Baum. Oh mein Gott. Alles klar. Oh, das hat gedauert, dass ich das nicht gesehen habe. Meine Herren. Abflug. Jetzt habe ich es gesehen auf der Karte. Oh, da wäre ich auch nicht mehr hingelaufen. Beim Baum, beim ersten Dungeon. Oh, Gott. Alles klar. Uff. Dann haben wir wirklich alles, ne? Dann haben wir 100%. Ich wüsste nicht, was da noch fehlen könnte. Wir haben leider ein paar Easter Eggs liegen lassen. Wir haben hier die Kometfigur noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich an die Kometfigur rankomme. Ob das ein Amiibo ist oder keine Ahnung. Aber ich habe die Kometfigur nicht. Ich weiß nicht, wo die herkommen soll. Ja, ja. 50. Ich sage nur 50. So. Abflug in den Muschelbasar. Meine Herren. Ich habe keine Ahnung, was es gibt. Ich hätte halt gedacht, das Schwert ist die größte Belohnung. Ich habe auch schon jetzt alle Herzteile. Was soll es denn jetzt noch geben? Feuchten Händedruck. Wär typisch für Nintendo, ne? Hier wie bei den Koronen. Wie bei den Dings. Wie bei den Krogsamen. Einfach einen feuchten Händedruck. So. Du hast jedes Geheimnis entdeckt. Die Zaubermuschel in deinem Besitz sind der Beweis deiner Hartnäckigkeit und der Beweis, dass ich Karten lesen kann. Hä? Möge das Glück dir stets hold sein. Meine Aufgabe ist erfüllt. Plopp. Oh yeah, Geld. Okay, dann können wir jetzt schnell noch den Stein auch kaufen. Ach, es könnte ein Stein sein. Sag ich ja. Ein Stein. Okay, ja gut, an die habe ich nicht gedacht, dass es die noch gibt, die Kammersteine. Na klar. Okay. Jetzt will ich aber natürlich wissen, was das für eine Kammer wird. Problem ist, wir werden nicht exakt sehen, was aus diesem Ding für eine Kammer wird, weil wenn wir jetzt den anderen auch noch holen und bei manchen noch nicht ganz gesehen haben, welches die neuen Steine waren. Ah, verdammt. Aber vielleicht kann man es irgendwie erkennen. Es muss ja irgendwas... Es muss ja eine positive, also eine sinnvolle Kammer sein, die einem was nützt, die eine Hilfe ist. So, jetzt können wir den endlich auch kaufen. Hier. Yes. So. Aber dann passt es schon. Dann war das Schwert damals die größte Belohnung und jetzt kommt halt noch ein Stein dazu. Gut.
Eieieiei. Sehr schön. Das heißt, im nächsten Part schließen wir das Spiel ab. Unglaublich, wir haben es geschafft. Die Reise ist beendet. Sehr schönes Spiel. Sehr schönes Spiel. Na, Boris? Nicht nur einen. Ta-da-ta-ta. Das ist hundertprozentig. Jetzt weiß ich nicht, welcher ist, ne? Ist klar. Aber ich schwätze, ich schätze, der Plus Rubine ist der vom Bazar. Weil es ja auch gerade Rubine dort geregnet hat. Ne? Ich schätze, so rum ist es. Jetzt gucken wir mal, was neu ist. Also beim Eingang ist nichts Neues dazugekommen. Bosse haben wir auch alle. Da ist auch alles da, was zumindest aktuell da ist. Da ist ein neues dazugekommen. Oh, als Durchgang dieser Boss. Okay, auch interessant. Als Durchgang. Da ist was Neues. Was ist das denn? Erkenne ich halt überhaupt nicht von hier. Was ist das für ein Raum? Was ist das für ein Raum? Den müssen wir uns mal kurz angucken. Was ist das für ein Raum? Halt, habe ich hier alle durch jetzt gehabt? Muss ja hier die Dinger auch noch durchfahren. Ah, siehst du? Oh Gott, ne. Oh, die habe ich ja noch überhaupt nicht aufgemacht. Huch. Habe ich noch nie genutzt. Okay. Oh Gott. Okay. So, das waren die Vierer. Gibt es jetzt nur einen neuen? Ah ja, den Boss haben wir noch nicht. Aber den haben wir noch. Als Boss haben wir den schon. Da ist er. Aber nicht als Durchgangsraum. Auch interessant, als Durchgangsraum. Ja, warum nicht? Und hier gibt es jetzt. Die ist halt neu. Die gibt es im normalen Dungeon hier ja nicht. Die kann man jetzt einbauen und dann damit Leute ärgern. So, wir lassen uns hier auch mal gleich Rubine regnen in dem Raum. Ist das eine Feenquelle? Das ist eine Feenquelle mitten im Ding. Jetzt erkenne ich das. Das ist eine Feenquelle. Das kam mir so fremd vor, weil gibt's halt normalerweise hier nicht, ne? So, jetzt bauen wir hier kurz mal einen Weg rum. Die Frage ist halt, kann ich den Dungeon betreten? Also kann ich das erkunden, ohne dass es verbunden ist? Ich kann es noch nicht erkunden. Ach, ich wollte doch nur kurz gucken, was das für ein Raum ist. Aber, ach, das ist der Boss das ist der Vogelboss. Ja, das ist der hier. Ah, okay, verstanden. Einfach nur als Zwischenraum. Okay, jetzt haben wir alles. Dann haben wir alles gesehen. Dann lassen wir jetzt mal kurz Rubine regnen und dann beenden wir den Part. So, wir bauen jetzt den kleinsten Dungeon der Welt. Zack. Zack. Ich brauche einen mit Truhe. Ich brauche einen Zwischenraum mit Truhe. Da. Zack. Und jetzt lassen wir es noch Rubine regnen in dem Raum mit der Truhe. Oder in dem Raum. Wir lassen es in dem... Kann ich alles möglich in dem Raum regnen lassen? Nein, nur eine Sache, okay. Dann soll es... Ah nee, das soll es nicht Rubine regnen, weil die regnet es dann. Ach, man kann es nur einmal Rubine regnen lassen. Auch interessant.
kann ich den Effekt entfernen. Ich will nur den Effekt entfernen. Ich will den Effekt entfernen. Nicht den ganzen... Ah, okay. So, hier soll es Rubine regnen. Let's go. Yay. Na, das ist so, als würde es Bomben regnen, nur halt mit Rubinen. Das ist schon lustig. Juhu. Aber es sind nur Grüne, ne? Wir müssen es ja nicht übertreiben. Ja, also... Wie gesagt, die Idee hinter diesem Konzept ist ganz lustig, aber... Naja. Ich habe die Kritik in den letzten Parts dazu geäußert. So. Einmal gepiekst. Und die Nummer ist durch. Eieiei. Sehr schön. Das war spannend. Ah, das ist eigentlich erkunden wir das Spawn. Hä? Ach so. Ach so, ich kann jetzt hier die, die ich gebaut habe, nochmal neu erkunden. Ah, verstanden. Okay, alles klar. Gut. Das Einzige, was wir jetzt mit dem Spiel nicht gemacht haben, sind Amiibo-Geschichten, aber die kaufe ich mir garantiert nicht. So. Das heißt für uns, wir haben alles, wir sind fertig. Es geht im nächsten Part noch zum Windfisch. Wir werden ihn aufwecken. Und dann werden wir sehen, ob die Legende stimmt. Oder nicht. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.